Willkommen zurück, liebe Freunde. Heute gibt es eine gefüllte Pizza. Dafür brauchen wir erstmal einen Teig. Dann habe ich hier schon mal ein wenig Dönerfleisch angebraten. Also am besten nehmt ihr irgendwas, was über ist vom Vortag, das noch einmal kurz anbraten. So, dann brauchen wir für die Pizza selber Kräutersoße. Sobald ich eine Erfahrung gebracht habe, wie man die selber macht, dass sie auch so schmeckt wie die hier, sage ich euch Bescheid. Als nächstes kommt da das Dönerfleisch drauf. Dann nehmen wir uns noch eine Zwiebel, schneiden dann ein paar Ringe raus. Die kommen oben drauf. Dann ordentlich Käse. Dann noch ein kleines bisschen Soße oben drauf. Und dann wird das Ganze zugemacht. Zum Zumachen am besten die Finger ein bisschen anfeuchten und einmal hier außen rum lang gehen. Nun nehmen wir uns noch die Kräutersoße bzw. die Tomatensoße, wenn ihr das mit der Tomatensoße machen wollt. Verteilen die hier oben schön drauf und nun noch ein bisschen Käse oben drüber. Als Käse nehme ich hier bei beiden Cheddar und also innen und außen Cheddar und Mozzarella als Mix. Dann ist das schön käsig, so zieht noch Fäden so ein kleines bisschen und es ist trotzdem sehr, ja, wie soll ich sagen, ist noch ein bisschen kräftiger. Das Ganze jetzt auch wie die letzten Pizzen einfach ab in den Ofen, je nachdem, was wie ihr das macht. Und ja, dann sage ich mal, guten Appetit, lasst es euch schmecken, bis zum nächsten Mal. Däumchen nach oben, lieben netten Kommentaren, schönes Abo und dann guten Appetit, bis zum nächsten Mal. Ciao!